Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Aller Lob sei Allah, dem Herrn der Welten, und Friede und Segen sei mit dem edlen Gesandten Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ich wollte heute über ein Thema reden, das momentan sehr viele Menschen, insbesondere in Deutschland, interessiert. Und zwar, warum gehen Christen für alle Ewigkeit in die Hölle? Ich wollte erstmal sagen, warum ich über dieses Thema rede. Ich rede nicht über dieses Thema, um irgendjemanden traurig zu machen oder um jemandem weh zu tun, sondern weil wir als Muslime für jeden Menschen das Beste lieben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der sagt im Koran, in Surah 33, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich, o Prophet, nur als Barmherzigkeit für die Welten geschickt. So, und wenn wir sagen, dass die Christen in die Hölle gehen, dann tun wir das nicht, um jemandem weh zu tun, sondern um jemanden zu warnen. Und der Prophet a.s. hat auch sinngemäß gesagt, dass sein Beispiel das Beispiel von jemandem ist, der vor einem Feuer steht in der Nacht und versucht, diese ganzen Tiere, die auf das Feuer zufliegen, wegzuschlagen. Und trotzdem, ja, fallen einige dort hinein, weil sie einfach nicht reagieren und nicht hören. Wenn wir sagen, die Christen gehen in die Hölle, dann müssen wir erstmal definieren, was meinen wir eigentlich mit Christen. Denn der Begriff Christen oder Nasara auf Arabisch, der wird im Koran, hat er unterschiedliche Verwendungen. Einmal hat er die Verwendung, wird er verwendet für diejenigen, die an Jesus geglaubt haben. Das heißt, die Folger von ihm waren, rechtschaffene Folger. Und wir glauben als Muslime, dass Jesus geboren wurde durch ein Wunder, nicht durch Geschlechtsverkehr gezeugt wurde, sondern dass Allah den Befehl gegeben hat, kun fayakun. Das heißt, dass er gesprochen hat, sei, und dadurch ist Jesus entstanden. Das heißt, wenn wir sagen, Jesus ist ein Wort von ihm, dann meinen wir nicht, dass Jesus eine Eigenschaft von Gott ist, sondern das bedeutet, dass Jesus durch das Wort kun alleine erschaffen wurde, ohne dass es zu einem Geschlechtsverkehr, mit einem Mann gekommen ist. Wir glauben, dass er durch die Jungfrau Maria, von der Jungfrau Maria geboren wurde. Wir glauben, dass er große Wunder gewirkt hat mit der Erlaubnis des Allmächtigen Gottes, Kranke geheilt etc. Und wir glauben, dass er nicht getötet wurde, nicht gekreuzigt wurde, sondern dass Gott ihn gerettet hat. Ja, das ganz kurz. Ich habe auch schon öfters Vorträge über dieses Thema gemacht. Und wir glauben, dass Jesus es immer verneint hat oder es immer verabscheut hat, angebetet zu werden. Und dass er ganz alleine dazu aufgerufen hat, dass man den anbetet, den er selber anbetet. Für jeden Christen, der dieses Video sieht, er kann sich beispielsweise angucken in Matthäus 26, Vers 39, wo steht, dass Jesus drei Schritte weiterging und dann mit seinem Angesicht zu Boden fiel und betete. Das heißt, zu wem betete er? Zu sich selber? Nein. So, wenn wir von Christen sprechen, meinen wir einmal Nasara, diejenigen, die Jesus gefolgt sind, das heißt, die ihn nicht angebetet haben, die ihn nicht als Sohn Gottes verehrt haben, die nicht geglaubt haben, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist, sondern die richtige Folge von ihm waren. Diese Art von Nasara, Christen, sind Muslime. Es wird ja so, wie, die sind Muslime. Ja, weil Muslim bedeutet im linguistischen Sinne jemand, der sich Gott ergibt, der sich Gott hingibt. Das heißt, alle Leute, alle Menschen, die sich Gott hingegeben haben, an den Propheten geglaubt haben, der zu ihnen gekommen ist, zum Beispiel Moses, der zu Bani Israel, den Kindern Israels gekommen ist, oder viele andere Propheten, Allah sagt im Koran, Surah 16, Vers 36, wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Ja? Das heißt, wer an diese Propheten geglaubt hat, der ist auf dem richtigen Weg. Ja? Das heißt, er ist ein Muslim im Sinne, dass er sich Gott ergeben hat. Das heißt, man kann ein Muslim sein, ohne dass man jemals etwas von Mohammed, Frieden und Segen, gehört hat. Das heißt, jemand, der beispielsweise vor Mohammed gelebt hat, und nie was von Mohammed gehört hat,
oder auch nach Mohammed und nie was von Mohammed gehört hat, aber an die richtige Botschaft von einem Propheten geglaubt hat, das heißt, dass man Gott alleine anbeten muss, dass es ein Paradies gibt, eine Hölle etc., der ist ein Muslim, jemand, der sich Gott ergeben hat. Wir sind nämlich keine Mohammedaner, wir sind Muslime. Das heißt, jeder Prophet kam vom selben allmächtigen Gott mit derselben prinzipiellen Botschaft, dass man Gott alleine anbetet und niemand neben ihn anbetet. Das heißt, aber im Koran werden diese Folge von Jesus, manchmal Nasara genannt, Christen, um auf den Unterschied hinzuweisen, dass sie diejenigen waren, die einem anderen Propheten gefolgt sind. Okay. Dann wird der Begriff Nasara verwendet für diesejenigen, die die Religion verändert haben und Jesus angebetet haben oder ihn als Sohn Gottes verehrt haben oder als Gott selber verehrt haben. Und über die sagt Gott beispielsweise in Sure 5, Vers 16, und ich lese aus dem Koran vor, erstmal sagt, لَقَدْ كَفَلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ بْنِ مَرْيَمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ يُحْرِكَ الْمَسِيحُ بْنِ مَرْيَمْ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Das heißt auf Deutsch, ja, Entschuldigung, Sure 5, Vers 17, ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Sag, wer vermag denn gegen Allah etwas auszurichten, wenn er den Messias, den Sohn der Maria, seine Mutter und all diejenigen, die auf der Erde sind, vernichten will? Das heißt, ungläubig wird das hier übersetzt. Das heißt eigentlich, das ist eine missverständliche Übersetzung, weil ungläubig, darunter verstehen viele Menschen in Deutschland jemanden, der an nichts glaubt. Aber im islamischen Sinne heißt das ein Glaubensverweigerer. Das heißt, es wäre meiner Meinung nach besser, Glaubensverweigerer, das heißt, oder Verweigerer des wahren Glaubens sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Es werden jetzt sicherlich einige Christen sagen, wir glauben gar nicht, dass Jesus Gott ist. Wenn das so ist, dann werde Muslim, denn das ist Islam. Aber das Christentum, der Religion, der du dich zuschreibst, da diese Religion sagt, dass Jesus Gott ist. Hier steht also ungläubig, ja, Kafaru. Ja, das ist Sure 5, Vers 17. Dann, es gibt auch noch viele andere Verse, aber ich möchte es kurz machen. Also, der ganze Koran ist eigentlich voll. Das heißt, wenn euch jemand erzählt oder wenn den Christen jemand erzählt, dass das eine richtige Religion wäre aus islamischer Perspektive, dann ist er ein Heuchler, ein Verräter dieser Religion und ein Käfer. Wer behauptet, ja, dass das Christentum eine richtige Religion ist, der hat selber den Koran verneint. Der verneint selber den Koran. Hier steht, wer glaubt, dass der Messias Gott ist, ist ein Ungläubiger, ist ein Glaubensverweigerer. Dann sagt Allah in Sure 4, Vers 150, sagt er, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِ وَيُرِدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Sure 50. Sure 4, Vers 150. Diejenigen, die Allah und seine Gesandten verleugnen und zwischen Allah und seinen Gesandten einen Unterschied machen, das heißt, dass sie an manche Gesandte nicht glauben. Ja? So. Und sagen und wollen sagen, wir glauben an die einen, also an die einen Gesandten, und verleugnen die anderen. Ja? Oder wir glauben an das eine, glauben nicht an das andere. Das heißt, wir suchen uns aus, woran wir glauben. Ja? Da sagt er, und einen Weg dazwischen einschlagen wollen. Die wollen einen Weg dazwischen einschlagen. Die wollen so zwischengehen. Ja? Dann sagt Allah in Sure Vers 151, das sind die wahren Ungläubigen. Das heißt, wir haben Sure 5, Vers 16, Vers 17, Sure 4, Vers 151. Ja? Das heißt, hier wird beide Male gesagt, ungläubig. Wer etwas verweigert vom Koran. Ja. So, jetzt gucken wir, was passiert mit denjenigen, die ungläubig sind. Hier ist die Sure 164, die Sure 64, Vers 10, da sagt, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Das heißt, Sure 64, Vers 10, und diejenigen, die ungläubig sind und unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des Die werden Insassen des Höllenfeuers sein, um dort ewig zu bleiben, ein schlimmer Ausgang. Das heißt, die werden für Ewigkeit in die Hölle gehen. Das heißt, der Koran sagt ganz klar und deutlich, wer, ja,
Das heißt, wer glaubt, dass Jesus Gott ist, wer den Koran verleugnet, aber kazzabu bi ayatina, Surah 64, Vers 10, oder wer an das eine glaubt, nicht an das andere, wer nicht an den Propheten Muhammad a.s. beispielsweise glaubt, er wird für Ewigkeit in die Hölle gehen. Jetzt ist die Frage natürlich, die berechtigte Frage, was ist mit jemandem, der nie etwas von Muhammad gehört hat? Wird er deswegen bestraft? Nein. Die Antwort ist ganz einfach, die finden wir in Surah 17, Vers 15. Dort sagt Allah zum Beispiel, sagt er, kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten erweckt haben. Das heißt, wenn jemand die Botschaft nicht bekommen hat, es gibt zwei Arten von Unwissenheit, ja, in diesem Sinne. Das heißt, einmal, derjenige, der die Botschaft nicht bekommen hat, ja, und derjenige, der zu faul war, zu gucken. Das heißt, wenn der gehört hat, da ist jemand, der hat gesagt, der Islam ist die richtige Religion. Und der sagt dann auch, ja, der hat dann schlechte Informationen oder so vom Islam bekommen, aber der macht sich nicht auf die Suche, obwohl er gehört hat, der Islam ist die einzig wahre Religion, der hat keine Ausrede. Aber, wallahu alam, und derjenige, der nie etwas gehört hat von Islam, der wird nicht dafür bestraft. Da gibt es halt diejenigen, die an eine Botschaft von vorher geglaubt haben, oder sogar diejenigen, die Fehler gemacht haben, große Fehler, aber aus Unwissenheit, und die werden am jüngsten Tag eine Probe bekommen. Und da gibt es Hadithe darüber, Aussagen des Propheten, die das bestätigen. Ja? Deswegen hat der Islam für jeden Menschen zu jeder Zeit, an jedem Ort einen Weg, wie er ins Paradies kommt. Im Gegensatz zu Christentum, wo es keine Antwort darauf gibt, keine plausible Antwort darauf gibt, was mit denjenigen passiert, der nie etwas von Jesus gehört hat. Denn im Römerbrief 5 steht, dass alle Menschen mit der Erbsünde geboren werden, sinngemäß. Und im Römerbrief 6 steht, dass der einzige Weg sei, davon loszukommen, dass man daran glaubt, dass Jesus für die Sünden gestorben ist, beziehungsweise, dass man sich auf den Tod taufen lässt. Ja, das heißt, es gibt keine plausible Antwort dazu. Es gibt nur Widersprüche und nichts anderes. So sieht die Sache halt einfach aus. Und deswegen gab es beispielsweise auch in katholischen Krankenhäusern immer die Nottaufe, und das gibt es auch heute noch, damit das neugeborene Kind, was gerade geboren wurde, falls es stirbt, es wird ja mit sündig geboren, dass es dann trotzdem ins Paradies kommen kann. Im Islam wird das Kind nicht mit Sünde geboren. Ja? Und wie ich schon gesagt habe, alle Menschen, die nie etwas gehört haben, sei es, weil sie unwissend waren, weil nicht zu ihnen gekommen ist, sei es, weil sie vielleicht nicht die Fähigkeit hatten, es mitzubekommen, weil sie geistig behindert waren, sei es, weil sie es nicht hören konnten, weil sie taub waren, etc. Aus irgendeinem Grund die Botschaft ist nicht zu ihnen gekommen. Sie kriegen eine Probe am jüngsten Tag. Okay, jetzt wird der eine oder andere sagen, hör mal, aber für Ewigkeit in die Hölle, ja, da kommt der Satan dann und sagt, ist das nicht viel, ist das nicht brutal, ist das nicht eine schwierige Strafe? Hier müssen wir sagen, erstmal, der Maßstab für die Strafe ist nicht das, was wir uns wünschen oder was uns schwer, hart oder zu hart vorkommt. Das spielt absolut keine Rolle. Wir müssen akzeptieren, dass derjenige, der das Recht hat zu sagen, was richtig und falsch ist, nur der einzig wahre Gott ist, Allah. Und da spielt es keine Rolle, ob das Hinz und Kunz oder irgendjemandem gefällt. Das muss man verstehen. So. Das als erstes. So. Und der hat es im Koran gesagt. Der Maßstab ist das, was Allah sagt. Die zweite Sache ist, das Problem liegt eigentlich bei uns, weil, oder nicht unbedingt bei uns, sondern bei denjenigen, die das nicht erkennen können, die nicht sehen, wie schlimm diese Sache ist, dass man behauptet, dass Gott geboren wurde, dass Gott gestorben ist, dass Gott ein Mensch ist, dass Gott ein auf die Toilette gegangen ist, dass Gott minderwertig ist. Ja, dass Gott sich zusammentreten lässt. Und dann sagt doch, doch, das ist ja ein Wunder. Das ist Gotteslästerung. Ja, das muss man einfach verstehen. Das ist die schlimmste Sünde, dass man niemand anderen neben dem vollkommenen Gott anbetet. Das ist die schlimmste Sünde für jeden Menschen, der logisch denken kann und der logisch denken will. Das heißt, dann wird einem bewusst, wie schlimm das ist, jemanden anzubeten, außer Allah. Allah hat dir alles gegeben. Allah hat dich versorgt. Allah ist derjenige, der die absoluten Eigenschaften hat, und du betest ein minderwertiges Geschöpf an, was nichts gegen ihn darstellt. Da muss man einfach sagen, minderwertig im Gegensatz zu Gott. Ja,
Und das spielt jetzt keine Rolle, ob es das Christentum ist oder was auch immer. So. Und deswegen, ich sage hier, um das auch ein bisschen zu verinnerlichen, es gibt Leute, es gibt Muslime, die machen Sünden. Und wir sagen zu all diesen Muslimen, kehrt zurück von euren Sünden. Zum Beispiel, jemand nimmt Drogen. Wir fragen, warum nimmt er diese Drogen? Warum macht er das? Der nimmt das, weil er will sich gut fühlen. Ein anderer, der begeht Unzucht. Ja? Das ist schlimm. Warum macht er das? Er will sich gut fühlen. Das heißt, diese Sünden sind schlimm, aber sie sind natürlich. Was aber nicht natürlich ist, ist zu behaupten, dass Gott geboren wurde, wo jeder Mensch weiß, wenn er sein Herz weiß. Gott ist nicht geboren. Und dazu sagen, Gott ist gestorben, Jesus ist der geborene Sohn und er ist am Kreuz gestorben und ruft am Kreuz, Matthäus 27, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Welche Sünde ist schlimmer, als zu behaupten, Gott sei gestorben? Und da wird gesagt, ja, das ist es ja gerade, das ist es ja gerade, kann Gott nicht alles? Dann sagen wir, kann Gott lügen? Nein, er kann nicht lügen. Warum? Kann er nicht lügen? Steht bei euch in Jesaja, in der Bibel, dass Gott nicht lügen kann, dass Gott nicht lügt. Warum? Weil es eine minderwertige Eigenschaft ist. Ja. Das heißt, Gott hat die perfekten Eigenschaften. Und hier geht es nicht darum, was kann er nicht. Kann Gott dumm sein? Kann nicht dumm sein, weil er allmächtig ist. Das ist Schwachsinn, ist das. Solche Vergleiche zu stellen, sind schon eine Gotteslästerung in sich. Weil er kann nicht dumm sein, weil er allwissend ist. Das ist der Punkt. Gott wird mit den perfekten Eigenschaften beschrieben. Er ist nicht gestorben, er ist nicht geboren, er ist nicht unwissend gewesen. In der Bibel, Jesus soll Gott sein, er ist unwissend. Markus 13, Vers 32. Und deswegen sagen wir zu jedem Christen, öffne dein Herz für die Wahrheit. Diese Religion, der Islam, ist die Wahrheit. Und glaub es mir, das Christentum ist eine gefälschte Version der Religion, mit der der Prophet Jesus gekommen ist. Und wer dieser Religion folgt, dem Christentum, nachdem der Beweis zu ihm gekommen ist, der wird für alle Ewigkeit in die Hölle gehen. Uqsimu billahi al-azim, wer die Botschaft bekommen hat, wer die Belehr bekommen hat, die Botschaft, und danach sagt, Gott ist geboren, Gott ist gestorben, Jesus ist Gott, wir dürfen Jesus anbeten, wird für alle Ewigkeit in die Hölle gehen. Er wird für alle Ewigkeit in die Hölle gehen. Und deswegen nehmt den Islam an und verbreitet dieses Video für die Muslime an alle Muslime. Der Islam ist die Wahrheit. Verbreitet dieses Video an alle Muslime, an alle Christen, denn der Islam ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, der Schlüssel zum Paradies ist, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Ich bezeuge, dass Allah der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums ist, dass er die vollkommenen Attribute hat, und ich bezeuge, dass Muhammad alayhi salatu wasalam sein Diener und Gesandter ist.